So, die Woche beginnt mit einem Smoothie. Und wenn man von einem gefüllten Smoothie-Becher redet, dann sind das Dimensionen. Ja, das geht natürlich alles noch rein und reingezogen, aber freue ich mich schon riesig drauf. Und zum Abend, Nachmittag, wie auch immer, gibt es wieder einen Salat. Das ist das, was von gestern noch übrig geblieben ist. Und ja, und damit wird es das dann für heute auch gewesen sein. Und zwischendurch habe ich noch eine Banane gegessen. Zum Morgen gibt es einen Smoothie. In dem Smoothie sind alle Nährstoffe enthalten, die wichtig sind. Alle Omega-3-Fettsäuren, die wir brauchen. Da sind auch Jod ist da drin. Da ist, wie gesagt, alle Mineralstoffe, alle Vitamine drin. Bis auf Vitamin B12, Vitamin D ist alles drin, was ich brauche. Theoretisch reicht der Smoothie für den ganzen Tag von den Nährstoffen. Und wenn ich noch Energie brauche, dann kann ich halt was Energetisches essen. Ein paar Bananen oder irgendwie. Oder sozial mit Leuten irgendwo was essen. Keine Ahnung. Und jetzt gibt es zum Abend Salat ohne Ende. Der liebe Kira hat das alles geschnitten und ja, jetzt freuen wir uns auf Salatparty. Und der Morgen beginnt mit einem Smoothie. Alle essentiellen Nährstoffe sind enthalten und Jod, Vitamin D3 und B12 wird noch supplementiert und mehr braucht der Mensch nicht. Und jetzt zum Abend gibt es etwas Rohkost-Sushi mit Blumenkohlreis und viel Gemüse. Und morgen gibt es wieder einen Smoothie, wie immer, mit ein bisschen Resten von gestern vom Rohkost-Sushi. Ansonsten wieder prall gefüllt mit allen möglichen Farben, Sprossen und was es auch gibt. Gibt's jetzt. So, jetzt gibt es Bananen mit Paranüssen zusammen. Schöne Kombination und ja. Ungefähr 4, 5 Bananen und eine Handvoll Paranüsse. Der Tag beginnt mit einem Smoothie. Heute ziemlich ja, vollgepackt mit Sprossen. Also ein so ein richtig dickes Sprossenglas mit Alfalfa-Sprossen und dann nochmal 400 Gramm von den Süßlupinen. Dazu ganz viel Mohn und Leinsamen. Ja, und das aufgefüllt mit Bananen, rote Beete, Petersilie und Staudensellerie und ein Apfel auch drin und Himbeeren und noch ein Nebenpulver. Ich habe ein paar Bananen gegessen und jetzt gibt es noch eine Melone. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber auf jeden Fall, jetzt gibt es die Melone. Und jetzt gibt es Paprika und Bananen. Und jetzt gibt es wieder ein Smoothie. Mal ganz kurz so die essentiellen Dinge, die drin sind. Auf jeden Fall immer ganz wichtig, jeden Tag Jodquelle, die mache ich ein paar Tropfen danach rein. Dann ist drin Calcium, das heißt Sesam und Mohn. Omega-3-Fettsäuren sind die Leinsamen und das sind so die Key Facts quasi, worauf man auch ein bisschen achten muss als Veganer. Ja, und der Rest ist dann aufgefüllt mit Grünzeug, in dem Fall jetzt hier Petersilie, Staudensellerie, dann ein Apple a Day, Stays the Doctor Away, ein Apfel ist also auch immer drin, Bananen für die Süße und für die Konsistenz, dann noch rote Beete, Pastinake, Möhre, ein bisschen Wurzelgemüse habe ich da halt noch drin. Und ganz wichtig für mich immer, das ist Grünkohl, das ist so die Basis, 200 Gramm, 300 Gramm Grünkohl, hier in gefrorener Form. Ich habe schon mal ein Video gemacht zu gefrorenem Gemüse, wie sich das verhält in Rohkost, wie sich das verhält in Rohkostqualität und Vitamin. Das Video könnt ihr euch mal anschauen, das ist ziemlich cool. Da habe ich euch erklärt, wie, bei welchen Temperaturen welche Vitamine weggehen und wie schnell das funktioniert und so weiter. Also auch bei Tiefkühlgemüse könnt ihr durchaus mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja, ansonsten auch noch meistens immer Beeren dabei. Das hängt natürlich auch ein bisschen immer vom finanziellen Status bei mir ab, weil Beeren sind relativ teuer, auch die gefrorenen Beeren. Und von daher, ja, aber es sind auch drin. Dazu ist immer noch Kurkuma drin, das ist ganz wichtig. Ja, antikarzinogen, Kurkuma ist ein richtig geiles Ding. Habt auch ein Video schon mal zu Kurkuma gemacht. Also kommt jeden Tag eine Kurkuma-Wurzel rein. Und dazu immer auch Pfeffer, also zwei, drei Umdrehungen quasi, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, weil das Piperin enthalten und das katalysiert die Aufnahme von dem Kurkumin aus dem Kurkuma und ja, entsprechend deswegen. Und was ich auch mal reinmache, ist ein Blatt, Kefir-Limettenblatt. Das gibt so eine zitronische Art rein, sehr geil. Ja, und meistens kommt dann irgendwelche Pulver rein, was ich noch da habe, Gerstengras, Weizengras, in dem Fall jetzt hier Neempulvers drin. Und MSM habe ich auch noch reingemacht, so eine Schwefelverbindung. Aber ja, wollte nur noch mal alles einmal sagen, dass in jedem Food Diary auch mal drin ist, was genau drin ist. Nicht drin ist, was drin ist, sondern gesagt wird, was drin ist. Jetzt haben wir, jetzt so einen Schritt raus. So, das Prost.
Und das Wichtigste auch natürlich vergessen, ganz hier unten, ja, Sprossen halt. Jeden Tag 3 Hände voll Sprossen. Einmal Mungbohnen, einmal Linsen und einmal Alfalfa-Sprossen. Und manchmal auch noch Süßlupinen-Sprossen, aber Sprossen dürfen natürlich nicht fehlen im Sonnensmoothie. So, jetzt bin ich unterwegs und ja, jetzt habe ich mir so eine Ananas- und Früchtemix und halt eine Portion Petersilie geholt. Und das sind Sachen, ja, meiner Mahlzeit.